So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3. Wir erforschen oder sind gerade in unserem Lager, was wir zum ersten Mal aufgeschlagen haben. Und ja, genau, hier suchen wir jetzt noch weiter ein bisschen rum, mal schauen, was es hier alles noch so gibt. Viel Spaß! Was haben wir hier drüben? Cooles. Verwenden. Aha, ich glaube, hier kann ich das Aussehen nochmal anpassen, oder? Jo, kann ich. Randomisieren. Männlich, Stimme, Gesicht. Merci beaucoup. Okay. Jetzt können wir ein Geld noch dazu holen. Was bist denn du? Tisch. Hinlegen. Oh. You're not versed in magic, are you? Nein. No matter to worry the unlettered over. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. So, es ist jetzt die Frage. Ich meine, ich bin ja eh schon ein Krieger. Da würde ich nämlich fast behaupten. Pass auf, wir wechseln mal. Ein bisschen durch. Und zwar. Du hast so eine geile Plattenrüstung. Genau. Die nehme ich. Die Stiefel. Geschmackvolle Stiefel ist mir relativ egal. Ausrüstung athletisch plus 1. Bist ein bisschen nackt, ne? Meister. Die erst. Speak. Jo, mach ich. Du bleibst bitte erstmal im Lager. Chuck, you believe you can survive without me? Schon. As you say, do not keep me waiting. Okay. So, okay, du bist dabei. Go ahead. I'm listening. With pleasure. Lead on. Tata. Stufenaufstieg hast du auch gleich noch gekriegt. Das What's ist on schön. Your mind? Erzähl mir Wege über euch. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. Aha. Nicht aufhören, ihr müsst zu viel Geschichten. Nee, ich will nicht von eurer Steckenpferde fahren. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. Weisheit, nee. Okay. So. Dann probiere ich es jetzt doch nochmal kurz, weil mein Eierkopf hier irgendwie so richtig zufrieden bin ich mit ihm noch nicht. Why not? So, das sah schon viel mehr wie ein Haut drauf aus. Ja, ist schon deutlich besser. Okay, dann würde ich sagen, du hast genügend Lagervorräte, um deine
Lange Rastrapunkte. Okay. Okay. Gail. The fuck? Go to hell. Euch auch einen schönen Abend. Oh, nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial, it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Was denkt ihr gerade? Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. Hmm. That's not abstract. Ja, es wird schon werden. Hört auf, euch den Kopf zu malen. Uns helfen nur Torten. Was soll ich sagen? Ihr habt recht, wir stecken tief in der Scheiße. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Genau. Mager hat Gesprächsbedarf. Nein. Wer denn noch? Your magician seems dour tonight. Must not relish the idea of sprouting tentacles. Understandable. Can't say I'm a fan either. It's just hard to join in when all of this feels so new. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is, a little novel. Hm. Sucht es, wir müssen morgen ausgeruht sein. I'm in no place to rest yet. Today has been a lot. Das stimmt. I need some time to think things through. To process this. You sleep. I'll keep watch. Du kleiner Drecksack. The pleasure is all mine. Sweet dreams. Oh, der macht uns kalt. Der macht uns kalt. Hast du noch was zu sagen, gute Frau? A monster forms inside us, yet you waste time with idle chatter. Nee, anscheinend nicht. Schön, wie es knarzt und knarrt. So, Schattenherz, gibt's bei dir noch was? You'd better get some rest. What were you two talking about? Worüber habt ihr, wenn euch etwas anging? Hohoho. Wir haben unsere. Was meint ihr? You and Gail. Oh, nein, ich kann euch nicht folgen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. I see. I'd be careful with Gail. Aha. Warum? He's a wizard. All they care about is power. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. Der Blick. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Das ist richtig. Best if we focus on that. Ja. Ja, je schneller wir jemanden finden, der uns helfen kann, desto besser. Es ist spät, lass uns morgen darüber reden. Wir sollten unsere Vorsicht nicht über Bord werfen. Caution is a luxury we don't have. Let's rest and wake up at first light. Okay. Something the matter. Okay. So. Jetzt habe ich mit einem gesprochen. Kann ich mich jetzt hinlegen? Ja. Ach, guck. Fisch. Hm. Aha. Knoblauch. Fisch. Nee. Tata.
Okay, lange Rast. So, jetzt bin ich wirklich. Wollt ihr nicht aufpassen? Scheint funktioniert zu haben. Reden? How can I help? Ich möchte, dass ihr eine Weile im Lager. Okay. Hello. What can I do for you? Hast du dein Zeug überdacht? Okay. Okay, wie komme ich aus dem Lager raus? Verwenden. Lager verlassen. Okay. Okay. Herzlich willkommen zurück. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal. Yes. Stubenaufstieg. Geil. Magier Stufe 2. Du hast folgende Spezialisierung verfügbar. Gesundheit erhöht. Zauberplatz der Stufe 1 freigeschaltet. Gelehrte der Hervorrufung. Zauberformel. Neuer Zauber, neuer Zauber. Stärke. Wie viel hast du? Intelligenz hast du 17. Okay. Weiter. Ach, so, Bannmagie, Hervorrufung, Nekromantie, Beschwörung, Verzauberung, Erkenntnis, Illusion, Verwandlung, ach du Scheiße. Genau, Magier. Deine angeborene Faszination von Strukturen und Dingen gewährt die erhebliche Macht über Rohmaterialien und dessen Manipulation, Verwandlungszauber von Schriftrollen zu lernen, kostet dich nur 25 Gold statt 50. Die Goldkosten zum Erlernen von Verwandlungs... Experimentell, ich meine, du kannst kombinierte Extrakt. Aus kombinierten Extrakt zwei alchemistische Lösungen statt einer braun. Okay, Verwandlung. Illusion. Du kannst einfach Illusion als Bonusaktion wirken. Oh, du kannst verborgen bleiben, während du diese Zauber wirkst. Wenn du verstummt bist. Oh Gott, oh Gott. Der Illusion. Okay, Erkenntnis. Was ist denn Erkenntnis? Du schaust durch die Zeit selbst, wie durch die Zukunft ein Leben knetet. Okay. Omen. Nach jeder langen Rast erhältst du zwei zufällige Omenwürfel. Am Tag kannst du deine Reaktion nutzen, indem du eine Angriffswurf oder Rettungswurf. Verzauberung. Deine Magie beeinflusst, bezaubert oder unterwirft den Willen. Sehr schön. Hypnotischer Blick. Du kannst einen hypnotischen Blick mit jedem Zug aufrechterhalten, um seine Dauer zu verlängern. Eine Retour macht sie kampfunfähig. Sie kann weder Aktion ausführen noch dich angreifen. Das klingt ganz geil, verzaubern. Beschwören ist auch ganz gut. Beschwöre Regen. Nekromantie ist für Untote Hervorrufung. Kanalisiert Elementarenergie in mächtige Angriffe und Verzauberungen. Wer sich auf die Schule spezialisiert, ist als Hervorrufer bekannt. Schaffe sichere Bereiche, deine Hervorrufungszauber verbindet der Kreatur und haben automatischen Erfolg. Bannmagie. Rufen Schutz herbei, verbannen Gegner und heben Magie auf. Arkanerschutz. Das Markieren des Zaubers bildet einen Schutz um dich. Ach, nehmen wir einfach mal verzaubern. Das dürfte eigentlich immer gehen, ne? Ach, guck, hier kann ich mir das sogar angucken. Zauber. Brennende Hände. Jedes brennende Ziel wird getroffen. Falsches Leben. Erhalte 7 temporäre Trefferpunkte. Magisches Geschoss. Kann man hier Personen bezaubern. Bezauber einen Humanoiden, damit er dich nicht angreift. Du bist außerdem bei Charisma-Würfen in Dialogen im Vorteil. Gegner sind Rettungswürfen gegen Zauber. 10 Züge der Gegner. Der Zustand endet vorzeitig, wenn das Ziel Schaden durch dich oder einen deiner Verbündeten erleidet. Achso, wenn der Zauber endet, weiß er das. Aha. Sprühende Farben. Blende bis zu 35 Punkte. Das verstehe ich nicht.
Selbstverkleidung. Rascher Rückzug. Lange Schritt, Sprung verbessern. Tasche aus grässliches Gelächter. Verletzte Kreatur zu lachen. Okay. Schild. Auf dich abgesehen hat, erhöht deine Rüstungsklasse um 5. Du erreichst keinen Schaden durch magische Geschosse. Strahl der Übelkeit. Vergiftet. Das Ziel möglicherweise. Schutz vor Gut und Böse, magisches Geschoss. Zauberer. Erst verschiedene 3 magische Wurfpfeile. Sie treffen immer das Ziel. Okay. Dann lass mich mal kurz gucken, was Beschwörung so alles macht. Ach so. Die Zauber sind die gleichen. Okay. Jedes brennende Ziel wird mit 1-8 getroffen. Ist eigentlich ganz cool. Vertrauen für den Beschwörer einen zu Vertrauten. Ein Feengeist, der die Zielgestalt seiner Wahl annimmt. Mhm. Also die Geschosse finde ich eigentlich ganz geil. Trefferpunkte tun das immun gegen Fallschaden. Habe ich Arsch als Schriftrolle. Ach, und besser um bezaubern natürlich auch. Ja, nehme ich jetzt einfach. Zauberbuch. Schmieren. Verdecke den Boden mit Fett. Nebelwolke. Blendet Kreaturen darin und verschleiert sie komplett. Donnerwoge entfesselt eine Welt Donner Energie, die eine Kreatur zurückstoßt. Schallschaden. Okay, was bist du hier? Schlafen. Hexenpfeil. Blitz. Magierrüstung, okay. Nebelwolke ist offen. Person bezaubern. Hm. Wenn man sollte schlafen. Was versetzt Kreaturen in magischen Schlaf? Jetzt dazu bis zu 24 Trefferpunkte. Okay. Nein. Fuck. Okay. Ja, probieren wir jetzt einfach mal so. Ah, durchprobiert. So, was sagt mir denn die Map? Die Map sagt mir, ich muss dort drüben, kann ich noch irgendwo hin und hoch, jo. Comet, oh Kinderlein, Comet. All's well that ends, not as bad as I could have. Verwenden. Are they all like that? Not much use anymore. Beschädiges. Was? Fußangel. Not much use anymore. Frau sei so gut geknotet, aber gerissen. Okay. Okay, halt, stopp. Bleib ich bei dir. Dann nehme ich mal einen Streitkolben. Kann ich vielleicht auch einen betäuben. So. Automatisch gespeichert. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second!
What's going on? Goblins are on our tail! Open the gates, Sevor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Das ist kein Kopf. By the nine hells! Open the gates! Das ist ein Goblin. Provoke the blade and suffer its sting. Ach du Heimatland. Hm, mein Zug. Das ist schön, dass die jetzt hier oben mit aufgetaucht sind. Okay, du bist zuerst dran. Für den reicht's doch, ne? Critical. Voll wieder. Wo hochspringen? So. Hau drauf. Bewusstlos, dauerhaft. Plündern. Okay, was kannst denn du wegen? Perhaps not the best use of my time. Okay. So, zeig mir mal her. Magisches Geschoss. 100%. Sollte eigentlich auch easy reichen, ne? 1, 2. Und hier drüben haben wir noch einen. Ah ne, ist also halt doch Reichweite. Und ich vielleicht noch. Und jetzt habe ich am Ende keinen gekillt. Schade. So, was hast du noch für eine coole Bonusaktion? Nix. Okay, dann muss ich Zug beenden. Ui. Ach ja, war noch ein. Buffed. Hat er jetzt meine XP geklaut? So, Schattenherz. Naja, du musst halt auch mal hier runter, ne? Was machen wir mit dir noch? Du hast ja noch einen Feuerpfeil. Erhöhte Position. Bringt man nicht viel. Das könnte klappen. Jawohl. Und ich habe auch XP bekommen. Zug beenden. Let's go. Du kletterst hier runter. Einen typischen Angriff. 60% eine hohe Verteidigung. Jawoll, nehmen wir.
Okay, hey, zu beenden. Alle gehabt. Part 3. Oh, der ist gleich hinüber. So, du musst mitten rein hier ins Getummel, den habe ich ja erledigt. Swift is my feet can carry me. Ich hätte Sporten nehmen sollen, ne? Das war dumm. Beziehungsweise ich könnte jetzt noch Sporten nehmen. Dann komme ich sogar noch bis zu dem hier ran. Dann nehme ich jetzt Tatendrang. Und jetzt haue ich die richtig aufs Fressbrett. Bonusaktion. Schubse dich auch noch. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. So, Meister, du bist dran. Hops mal hier runter. Magische Geschosse. Sehe ich denn irgendwo? Ach genau, Zauberplätze. Guck mal, so viel habe ich noch übrig. Okay. Du brauchst auch Hexenpfeil. Kältestrahl bringt mir nicht viel. Marianne. Ach guck mal, nochmal ein Feuerpfeil kann ich auch verschießen. Cool. Eins, zwei auf dich, das sollte ja reichen. Und dann mal noch ein auf dich. Drei und drei hat perfekt gereicht. Dann stellen wir mal noch einen runter. Ende und du findest es bestimmt. Arme Fahrer. So. Der Spurenleser lebt ja aber immer noch, ne? Den müsste ich eben auch noch killen. Aber alles zu seiner Zeit. Feuerpfeil. Zack. Sehr schön. Runter mit dir. Ende. So, naja, und mit dir mach mal auch nochmal einen typischen Fernkampfangriff. Fehlgeschlagen. Macht immer noch Kälte. Dankeschön. Zug beenden. Das fällt sich auf Nachtzug. So, was kann man denn mit dir jetzt machen? Erschütternder Hieb. Schaden 4 bis 9. Probier mal halt, ja. Rettungswurf gelungen. Schade. Zug beenden. So, kannst du noch einen schönen Feuerpfeil schießen? Jo, kannst du. Der hat gesessen. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Stopp, stopp, stopp. Erst wird geplündert hier. Oh, was hast denn du? Handschuhe der Macht. Rumsäbel, Stachelschild. Verkohltes Ding. Hey! Ich dachte jetzt echt, sie lassen mich nicht mehr mit rein. Aber warte mal, ich muss mal
Was es so schön ist mit dem Schild auch alles ist, ne? Was bist denn du, Goblin-Krummsäbel? Okay, der ist ja potthässlich. Und Ramsch. Ritualstab. Okay. Aber ich glaube, ich gehe doch auf das Ding. Wenn du schon eine große Haut drauf bist. Okay, und der Bogen ist kein bisschen besser. Nee. Okay. Seid gegrüßt. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Grüße! Oh, ein Goblin ist. Sind auch 10. Ihr verschwindet, bevor die Horde anrückt. Ein Kampf vorbei, ihr zettelt den nächsten an, entspannt euch. Hey, Druiden, die Goblins machen keinen Gefangenen. Ich hab schon blutigere Kämpfer. Eieiei. Naja, der sich. Meinst du, ist eigentlich keiner gestorben, ne? Ich glaube, was dumm. Na komm, wir nehmen Kämpfer. Hallo, da bist du wieder? Show some respect. This man saved your pathetic life. Danke. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Nahkampfangriff, den Tiefling eine verpassen. Zum Schlag gegen den Menschen ausholen. Schluss jetzt, beruhigt euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich überzeugen. Ach, ich bin halt nicht gut. Aufteilen. Ich will aber keinen von denen schlagen. Überzeugen ist halt aber abgeschissen. Charisma überzeugen, Übung. Oh, 15. Kann ich irgendwie Bonus hinzufügen? Schriftrolle, Person bezaubern? Nee. Beim Charisma noch minus. Minus 1. Oh, ich hab so verschissen. Ach. With a thump, the armored man collapses, unconscious. Enough. The goblins have found us. No doubt the beast will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Same vigor fighting goblins as they did each other for once. Let's try to avoid any more punching. We need to find a healer. Oh, heilt ihr mich auch? First, I damn near die at the hands of goblins. Then, a foul blood takes his frustrations out on me. I'm done with this hellhole. Those two must have history. That was close. Far, far too close. Now that's settled. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Zevlor, I am Wilson. Bedankt euch gern mit Münzen. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Mm-hmm. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Ich hab keine Frage. Warum wollen sie euch verjagen, die Goblins? Ich muss doch einen Heiler finden. Goblin got you. The Druid Halcyn's a renowned healer. But he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters.
Was führt euch hierher? Das Ritual können wir den Druiden nicht überreden. Es zu und weiß, warum das. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Mal sehen, was ich tun kann. We'd owe you a great debt. If we are forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Warte mal, bleib mal, bleib hier. Find me in the caves. I need to let people know we're moving. Okay. Abgerissene Vagabundenkleidung, armselige Kleidung. Unedler Hut. Das hat ein Teilnehmer gern. Karotte und Knoblauch. Geil. Achso, ihr kommt nicht mit, weil ich hab kopieren. Kommt ihr bitte mit? Dankeschön. Kann ich die Schmetterlinge fangen? Nee. Schau die. Haben wir hier ein schönes Feuer? Schaufel. Verbrechen, bestimmte Aktionen werden missbilligt. Okay. Flöte. Wer bist denn du? Aridin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Halsin? Warte mal. Hells, I didn't mean it that way. Halsin's important, but you're the first bit of good faith we've had since he left. Keep your wits about you. Things are tense with the druids here. Warte mal, Halsin, war das nicht der Typ, den ich dort unten in der Gruft zusammengefalten hab? Yet. Is after another. Oder? Someone's going to answer for this. Uncle, what? And I know who. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Fuck that, Kacke. Glad you were here for those goblins. Hmm. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but... She kept gasping, clawing at the arrow. Euer erster Tote, keine Sorge, es wird einfacher. Wer mein Leben zu nehmen, hat einen Preis. Ihr müsst es spüren, sonst verliert ihr euch selbst. I had the same thought. And it's just going to keep happening. You made it look so easy. The killing. That's part of the job. Wo komme ich denn jetzt hier hin? What? The fuck? Who the fuck are you? Das wollte ich eigentlich nicht. Bist du überrascht? Nee. Wilson. Okay, Erfordert Verwendung, kurzer Rast. Schade. Na, dann lach einfach so hierher. I don't
don't fancy their chances. Onward. So. Und hier gibt es einen ganz normalen Feuerpfeil. Schade. Und von dir gibt es genauso einen kleinen Feuerpfeil. Genau, bring dich in Deckung. Kleine Lady. So, komm her hier, Typ. Endlich getroffen. Aua. So, jetzt kriegst du richtig einen auf die Rübe. Vielleicht soll ich mich nochmal heilen. Make a dice roll in my favor. Nochmal ein guter Kettenblitz, Feuerblitz. Heil, meine ich. Morgenstern, Knochenkappe. Geht's dir gut, Kleines? You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Münze, Herren, was meint ihr? Ich war in Avernus, aber ich bin kein Teufelsdiener. Nee, Gott hat euch den Titel eingeschlagen. Und so dankt ihr es mir. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Warum stinkt ihr so nach Höllen? Überzeugen, das hat sehr gut funktioniert. Von Gedanken schnell entführt. Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. Pff, probieren können wir es ja, ne? Situationsabhängig. So, na dann, komm. Yay! Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Okay. Danke. That coin's worth plenty. Don't let a squid get their tentacles on it. Zu Befehl. Peer through the telescope. Warum siehst du nichts? Wahrnehmung. Schielen und versuchen. Fokussieren bitte. Oh. Ein Drachen. Schön, dass du so lange gewartet hast. You see a red dragon. Tyrannical, greedy and vain. They hunt without pity. Nach links bewegen. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. The telescope points to the right. Hm.
Hier komme ich doch auch runter, oder? Och, Leute. Sehr schön. Mach auf das Ding. Halt an. Reden? Are you fucking kidding me? The squirrel lunges at your foot and bites it. Jawohl. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Mm-hmm. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble, she scurries away. Du erhältst Belohnung. Wir haben Hölzel überzeugt, ein Gebiet zu lassen. Sie hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen. Can't give up now. What the fuck? Ein Hebel. One budge. So, Freunde der Sonne, ich bin bei mir zurück. Ich bin ja mitten in der Folge, Viertelstunde oder so haben wir noch. Hier sind wir bei den Droiden, wa? Wie sie irgendein Ritual vollziehen. Ja, mit dem Eichhörnchen haben wir gerade gesprochen und verhandelt, ne? So halb. Den Hebel konnte ich nicht betätigen und ich sehe gerade auch, ich habe ja einen Stufenaufstieg. Gamer-Stufe 3. Spezialisierung verfügbar. Mehr Gesundheit. Geil. Überlegenheitswürfel 4. Deine Überlegenheitswürfel sind W8. Du hast davon 4. Auf Kämpferstufe 10 werden diese auf W10 erhöht. Ja. Sie dienen deinem Kampfmeistermanövern und werden verbraucht, wenn du sie nutzt. Verbrauche Überlegenheitswürfel. Ach, verbraucht erhältst du auf einmal kurz oder langes zurück. Passivwert erhalten. 3 Stück Manöver. Spezialisierung verfügbar. Weiter. Kampfmeister, mystischer Ritter, Champion. Kampfmeister. Als Inbegriff taktischer Überlegenheit nutzt du eine große Bandbreite von Kampfmanövern, um in jedem Gefecht zu dominieren. Du erhältst folgendes. 3 Passivwerte erhalten, Überlegenswürfel. Mystischer Ritter. Mystische Ritter studieren die Magie, um ihre Waffen zu verstärken, sodass sie den Widerstand der zähesten Gegner brechen können. Waffenbindung. Binde die Waffe in deine Haupthand rituell. Die Waffe kann dir nicht aus der Hand geschlagen werden und kehrt automatisch zurück, wenn sie geworfen wird. Oh, das ist cool. Zauber, Zauber, Zauber und ein Zauberplatz. Champion. Begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein und zwar hart. Verbessert kritischer Treffer. Du benötigst für einen kritischen Treffer einen Angriffswurf 1. Ein Auge weniger. Achso. Wie kann ich weitermachen? Ich gehe mal auf weiter. Manöver. Manöver sind mächtige Angriffe, bei denen ein Überlegenheitswürfel eingesetzt wird. Schlag des Befehlshabers. Passives Merkmal, weiße. Okay. Kampfmeister. Mystischer Ritter. Da kann ich mir jetzt quasi auch hier einen Feuerpfeil. Knochenkälte. Nekromantie-Zaubertrick.
verhindere bis zu dem nächsten Zug, dass das Ziel heilt. Säurespritzer. Feuerpfeil ist der Klassiker. Gift versprühen. Eises Kälte kennen wir schon. Schockgriff kann keine Reaktion ausführen. Für Kreaturen mit Metallrüstung im Portal. Einfache Illusion. Magierhand. Licht. Tanzende Lichter. Freunde. Du bist ein Charisma-Würfel gegen eine nicht freundliche gesinnte Person mit Vorteil. Haha, bringt mir aber nichts, weil mein Charisma ist beschissen. Klingenbann. Erleidet nur den halben Schaden durch Hiebstich und Wuchtangriffe. Nicht verkehrt. Zielsicherer Schlag. Das sind halt nur Tricks, ne? Wobei, stimmt, das sind Zaubertricks, die könnte ich immer nehmen. Dann könnte ich hier immer meinen Feuerpfeil benutzen. Brauchen alle eine Aktion. Gift sprühen. Dann kann ich mir noch einen großen Zauber auswählen, genau. Aber da ich eh schon ein Palat, also Schattenherz hab, die können das ja schon. Und Magie habe ich jetzt auch mit. Also ne, ich könnte jetzt spaßenshalber mal zwei auswählen, weiter. Ach, weiter, du kannst den Zauber Repertoire. Einen Magiezauber deiner Wahl auswählen. Okay. Strahlebigkeit, das ist dann das ganze Zeug hier. Flamme der Hände. Okay. Ach ja, weiter. Und was ist dann? Champion? Verbessert kritische Treffer. Du benötigst einen kritischen Treffer. Für einen Angriffswurf. Ein Auge weniger. Oh Gott, was nehme ich denn da? Der ist halt einfach nur draufhauen. Dieser Effekt kann sich addieren. Tja. Nehme ich halt einen Kampfmeister, oder? War einfach nur, mein Klar zu kritten ist auch geil. Komm, wir probieren es jetzt aus. Entwaffnen ist geil. Ablenkender Schlag. Finde, du kannst einen Zug sowohl Aktion als auch Bonusaktion verwenden, um ein Ziel anzugreifen. Finde ich gut, nehmen wir. Stoßangriff. Sammeln, Repose. Nehme ich einen Doppelschlag und nehme nochmal ein bisschen provozieren, dass ich vielleicht bewirke, dass ich einen. Greift jemand anderen als einen Nachteil oder nehme ich. Ablenken. Du kannst das Ziel ablenken, sodass du Verbündete beim nächsten Angriffshof gegen das Ziel im Vorteil ist. Dann nehme ich den noch. Jo. Schwere Geburt, gebe ich zu. So. Shadowheart. So. Zauberplatz der Stufe 1 erhöht. Geil. Jetzt habe ich, glaube ich, 4 statt 3. Zauberplatz der Stufe 2 freigeschaltet. Das ist top. So. Na, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vorbereitete Zauber. Stufe 2, Stufe 1. Genau, die kennen wir ja alle schon, ne? Schild des Glaubens. Schutz vor Gut und Böse. Bannzauber. Heiligtum. Bannen und so weiter und so fort. Okay, was haben wir denn in der Stufe 2 jetzt? Gebet der Heilung. Hervorrufungsdauer des zweiten Grades. Heile alle Verbündeten
die du sehen kannst. Das ist top. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hat es, glaube ich, auch schon ausgewählt hier oben. Ne? Perfekt. Heilung. Heile der Verbündeten unter Höhe ihres Trefferpunkt Maximum um 5 Trefferpunkte. Oh, geil. Schwache Genesung. Heilt alle eine Kreatur von Krankheiten, Gifte, Lähmung und Blindheit. Ist auch gut. Schützendes Band. Beschützt einen Verbündeten. Der erhält Resistenzen gegen alle Schadensarten und ein Bonus plus 1 auf Rüstungsklasse sowie Rettungswürfe. Wann immer der Verbündete Schaden erleidet, erleidest du Schaden in derselben Höhe. Oh, jedes Mal, wenn du geschützte Kreatur Schaden erleidet. Okay. Schutz vor Gift ist, glaube ich, selbst erklären. Emotionen besänftigen. Humanoide nicht bezaubert oder verängstigt werden. Oh ne, in Kampfrausch geraten. Person festhalten. Halte einen humanoiden Gegner fest. Er kann sich nicht bewegen. Und weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriffe, die im Abstand von bis zu 3 Metern auf ihn ausgeführt werden, sind stets kritisch. Das ist geil. Attribut verbessern. Blindheit. Stille. Spirituelle Waffe. Was habe ich denn alles dabei hier? Lenkendes Geschoss. Warum nehme ich denn das nicht? Das ist ja top. So, heilendes Wort. Was habe ich denn jetzt hier alles? Warte mal. Das kann ich, glaube ich, mal wegnehmen. Lass ein Kudo mit nekromantischer Energie aus den Händen faulen. Nee, ich glaube, ich nehme dich mal eher als Heiler mit. Du kommst weg. Und ich nehme dafür dich mit. Jo. Der Stufe 2. So. Dich lassen wir nochmal da. Heilende Worte noch, was wir auch da. Angriff auf Höhe und Rüstungsklasse um 2 ist gut. Wunden heilen. Heile eine Kreatur. Heile eine Kreatur. Ach, guck mal, genau, das ist Bonusaktion. Das ist normale Aktion. Das ist sehr gut. Aber auch ersten Grades. Okay, das Person festhalten wir auch geil. Aber braucht Konzentration. Heißt, dass die da auch ich mit der nichts machen kann. Okay, dann lasse ich dich. Ich lasse dich jetzt hier so als mein Heiler im Background mit. Mitschwingen. So. Dann haben wir dich hier noch. Spezialisierung verfügbar. Juhu. So. Dieb, Arcana, Betrüger oder Assassine. Siehst du es vor, die Gegner einzeln mit ehrfurchtgebietenden Strafen zu überziehen. Allerdings nicht im Duell. Ja, wissen wir. Attentat. Bei unvorbereiteten Gegnern bist du am tödlichsten. Im Kampf bist du bei Angriffswürfen gegen Kreaturen, die noch nicht am Zug waren, im Vorteil. Cool. Jeder erfolgreiche Angriffswurf gegen überraschte Kreaturen ist ein kritischer Treffer. Das ist am Anfang des Kampfes geil. Einfach der Assassin, du bist schnell wie eine Straßenkatze. Und in einer verregneten Stadt. In einer verregneten Stadt und stellst bei Kampfbeginn deine Aktion und deine Bonusaktion sofort wieder her. Oh. Okay. Arcana Betrüger. Ja, gut, dann kriegst du hier ein bisschen Basistricks. Und die Magierhand, aber. Und der Dieb. Flinke Finger. Dieb nutzen ihre Fähigkeiten und Heimlichkeiten im Diebstahl, um sich das zu holen, was sie wollen. Flinke Finger erhalte eine zusätzliche Bonusaktion. Gut, konnte ich mit deinen Bonusaktionen bisher so viel machen? Kletteraffe. Du kannst die Kunst des Fallens gemeistert und bist resistent gegen Fallschaden. Okay, ist auch cool. Aber jetzt muss ich sagen, das klingt eigentlich am besten. Nehmen wir mit, du bist jetzt ein Assassin. Oh, tja. Und ein Gale auch noch? Na freilich. Den muss ich aber leider in die nächste Folge packen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's das nächste Mal genau hier weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.